Da sind wir wieder. Was haben wir hier? Anziat Arosa haben wir hier. Das ist offensichtlich etwas stümperhaft repariert worden hier. Ich habe erst gedacht austauschen, aber naja. Kriegt man bestimmt nochmal vernünftig hin. Ja, hier, das ist so eine Schwachstelle bei denen. Das zieht halt Feuchtigkeit. Hier ist eine kleine Gummilippe drin. Kriegt man aber relativ einfach repariert. So, hier steht jetzt ziemlich viel Blödsinn drin rum. Aber hier sieht man schon, der Wagen ist schon umgebaut auf zwei Sitzer. Nicht mit riesigen Lautsprecheranlagen etc., sondern einfach nur als Zweisitzer umgebaut. So wahnsinnig sinnvoll ist das auch nicht, den als Viersitzer zu benutzen. Ja, kurz unterbrochen worden. Der Platz ist einfach zu gering. Ja, aber als Zweisitzer ist er natürlich sagenhaft gut. So, der ganze Kram hier lag drin beim Kauf. Das ist noch einmal Bordwerkzeug. Nimmt man immer gerne. Problem ist, das ist für die Reserveradwanne und die hat er nicht. Hier drunter ist die Batterie. Die ist auf die Rückseite verlegt worden, also nach hinten. Weil da vorne an der Stelle, wo die Batterie normalerweise ist, eine Standheizung sitzt. Ja, die ganzen Innenraumteile fliegen hier auch drin rum. Ein Verbandskasten. Wie lange ist denn der noch? Das ist schon länger, ja. Ja. Ich bewahre die mal auf und verbinde mich damit. Man verletzt sich ja doch hier und da. Ja. Die Rückleuchten, die Seat damals da eingebaut hat in die Facelift Arosa, gewöhnungsbedürftig bis, nee, lass mal. Ich mag die gar nicht. Da kommen welche rein. Ich überlege gerade mal. Ich melde mich gleich nochmal wieder. Ja, ich glaube, die gefallen mir besser. Die roten sind von irgendeinem Sondermodell. Fragt mich jetzt nicht welches. Lupo passt auf Arosa, ne? Ist das gleiche Auto. Die gefallen mir wesentlich besser. Hier haben wir einen Mega-Flip. Schöne Tiere. Machen schöne Musik nachts. Ja, ich denke, die werden da drin landen. Der geht eh über den Jordan, der Wagen. Ja, dann gleich wieder zurück zum Auto. So, da sind wir wieder. Ja, sieht ein bisschen aus wie Fussel-Tuning der 90er, 2000er. Haben die werksmäßig so eingebaut, die sind Serie, ne? Gefällt mir aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Was haben wir hier noch? Wir haben ja eine Anhängerkupplung für einen 600 Kilo Anhänger maximal. Ja. Die Seitenverkleidungen fliegen raus. Da habe ich andere für. Schon vorkonfektioniert mit Leder und Lautsprechern. Das hat natürlich viel Schönes. Ja. Warum soll man nicht guten Klang im Auto haben, wenn man das schon die Möglichkeit dazu hat? Wie gesagt, ich habe die liegen. Die waren mal in einem Auto drin. Ja, was man auch noch so überlegen könnte, wäre Umrüstung auf Ausstellfenster. Geht auch recht einfach. Ja, das nennt man eine Radhausfüllung. So, Innenraum. Die Türtafeln. Die Sitze. Naja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, die sind fertig. Der ganze Scheiß muss auch wieder zusammengebaut werden. Fahren, gar kein Thema. Soweit ich weiß, ist der Wagen ein bisschen verändert. Das ist ein 1,7 Liter SDI, basiert auf dem 1,9 Liter SDI. Und dieser wiederum hat wohl offensichtlich ein Tuning genossen. Was genau passiert ist, kann ich nicht sagen. Und zwar ist da offensichtlich die Einspritzpumpe angepasst worden. Geht ziemlich schnell vorwärts, das Ding, muss ich sagen, für ein angebliches 60 PS Auto. Was auch noch verändert wurde, ist die Schwungscheibe. Ich mache nochmal an.
sehr schnell hoch für einen Diesel. Das macht sich auch bemerkbar während der Fahrt. In den unteren Gängen ist das Ding wahnsinnig spritzig. Aber wie gesagt, der hat da dran rumgebastelt. Ne? Der hat alles auseinandergepflückt und Kabel durchgeschnitten und weiß der Teufel, was er nicht noch alles gemacht hat. Ja. Ob die Standheizung funktioniert, kann ich ehrlich gesagt nicht so wirklich sagen. Mal hören. Sie springt an. Meld mich gleich wieder, wenn sie läuft. Ja, ich glaube, sie läuft. Und ist schon lange nicht mehr gelaufen. Da sitzt die. Moment. Hier oben ist die Dosierpumpe. Bedient sich hier aus den Spritleitungen, die hier ankommen. Bin gespannt, ob die richtig läuft. Na, wenn die nicht abgedichtet werden muss, weiß ich auch nicht. Warten wir mal ab, was passiert. Ja, geht auf jeden Fall in die Störung. Zündet. Wahrscheinlich die Glühkerze oder weiß der Teufel, was da kaputt ist. Das fliegt sowieso raus. Batterie bleibt hinten, aber das da fliegt raus. Das macht nicht so wirklich viel Sinn. Ja, das, ja, vielleicht kriegen wir es auch noch irgendwie hin, das Ding ans Laufen zu kriegen. Das steuert das Gebläse innen nicht an, das ist das Problem. So, mal gucken, ob da noch irgendwas zu machen ist. Ansonsten 300.000 Kilometer runter, macht der Motor nichts, gar nichts. Ja, AKU ist der Motorkennbuchstabe. Ich mache mir bei 700.000, 800.000 Kilometer mache ich mir auch noch keine Sorgen. Wenn der seine Wartung kriegt, sollte da nicht viel passieren. Apropos Wartung, mal einen Blick werfen. Ja, Autoschrauben ist eine Sache. Aber hier geht es langsam los. Mit Äpfeln. Die Waschbären schmeißen die schon runter, beißen einmal rein und schmeißen die runter. Ja. Brombeeren. Aber da gibt es auf dem Kanal von meiner Frau garantiert noch ein Video. Natürlich sind die besten immer da, wo man nicht hinkommt, bevor man in die Dornenhecke rennt. So. Und jetzt an euch den Aufruf. Habt ihr irgendein Rezept für ein Fleischgericht? Wild vielleicht. Habe ich mal so drüber nachgedacht. Ein Wildgericht mit Brombeeren. Irgendwo verarbeitet in der Soße. Oder als Beilage. Falls jemand was weiß, gerne in die Kommentare schreiben. Bin sehr interessiert. Ich koche ganz gerne. Und da ist mir sofort Wildfleisch eingefallen. Mit unseren Brombeeren. 1,5 Kilo ungefähr pro Gang, wenn wir ernten gehen. Also, ja, das meiste wird Marmelade. So viel kann man nicht aufessen, das geht nicht. Hier sind so viele Hecken. Ne? Ja, gerne in die Kommentare schreiben, was man aus Brombeeren machen kann. In Sachen Fleischgerichte. Wildfleisch. Wird wahrscheinlich auf irgendwas mit Reh hinauslaufen. Die haben wir hier genug. Ja, die kann man sich beim Jäger holen. Übrigens auch Thema Nachhaltigkeit, ne? Die Dinger sind jetzt gerade aktiv. Die sind jetzt reif. Die kann man jetzt verarbeiten.
Ist immer noch besser als irgendeinen veganen Kram aus Südamerika zu importieren. Ne? Alles zu seiner Zeit, wie man so schön sagt. Und die Zeit ist jetzt gerade. Äpfel werden auch langsam reif. Birnen weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht geguckt. Schauen wir mal. Bis gleich. So, hier haben wir Pflaumen. Hier sind ein paar tausend Obstbäume gepflanzt worden, alte Sorten. Ist natürlich sehr praktisch. Hier ist alles voll mit Pflaumen. Hier kommt eine etwas spätere Sorte. Da ist noch nicht viel mit los. Der ist noch sehr klein, der kleine. Da oben sind auch noch welche. Und ne, entlang der Straßen, hier sind zum Beispiel die klassischen, die kennt man, die violetten. Da liegen sie überall drin. Wie gesagt, sind alte Sorten. Und bei uns passt das auch noch mit den Insekten, mit dem Bestäuben etc. Hier sind gelbe. Der ganze Baum ist voll. Also man kann gar nicht so viel verarbeiten. Deswegen hängen ja auch ständig Leute im Baum, um zu ernten. Das sind alte Sorten, wie gesagt. Und ja, Pflaumenkompott. Ja, kann man sich alles einmachen. Ne? Ist jetzt gerade da. Muss keiner für durch die Gegend laufen. Ne? Da vorne wohnen wir. Da seht ihr meinen Hof mit den Autos. Und hier sind wir bei den Pflaumen. So, mal gucken. Die Dame des Hauses hat schon ordentlich zugelangt. Natürlich kein Plastikeimer, ein Emaille-Eimer. Der Teufel weiß, wie alt das Ding ist. Nachhaltigkeit bedeutet nicht, irgendwo in der Stadt Wohnung zu hängen oder sich ein Haus zu bauen. Zement, einer der größten CO2-Emittenten. Und ein Elektroauto kaufen. Das nach aktueller Erfahrung nach einem Jahr völlig wertlos ist. Guckt selber. Kann ja jeder behaupten, dass ich dummes Zeug erzähle. Geht bei eBay Kleinanzeigen rein, guckt euch an. Antrieb Elektro. Und dann guckt mal, wie lange die Autos da schon drin stehen. 21er Teslas. Kauft keiner. Will keiner haben. Und warum nicht? Weil der Kauf dieser Fahrzeuge künstlich gefördert wurde mit den Zuschüssen. So, und nach einem Jahr sind die Dinger völlig uninteressant und die stehen da. Will keiner kaufen. Die Autos stehen da teilweise seit Februar drin. Guckt gerne deutschlandweit. Ja. Wenn ich einen alten Mercedes reinsetze, einen Diesel, habe ich eine Standzeit von maximal 5 Tagen, dann ist das Ding weg. Ja. Ja, da sind auch noch Pflaumen. Platz haben wir hier genug für Pflaumen. Oh, das muss ich gleich mal jemandem mitteilen. Dann geht das hier gleich los mit dem Pflücken. Da sind große und die sind schon richtig schön violett. Ja, das ist Nachhaltigkeit. Ne? Nicht Elektroauto kaufen oder Elektroroller oder Elektrofahrrad. Ne? Nachhaltigkeit heißt genau das. Ne? Zu Fuß hingehen, fußläufig sein Obst holen und nicht im Supermarkt kaufen aus Südamerika. So, da bin ich wieder. Was muss gemacht werden? Ich denke mal, der Zahnriemen sollte mal langsam gemacht werden. Das ist immer das Problem mit den Fahrzeugen, bei denen man die Historie nicht kennt. Indikator jetzt hier ist die Rolle. Die macht nicht mehr lange mit. Ja, das ist das Antriebsrad der Pumpe. Hier ist die Pumpe. Da. Ja. Ja, wie gesagt, der wird auch umgerüstet auf Pflanzenöl. Da wäre grundsätzlich gesehen die Standheizung eine gute Idee. Die möchte ich aber nicht hier haben, sondern im Tank. Ja. Beziehungsweise zur Tankbeheizung. Dem Motor ist das relativ gleich. Es gibt beheizte Dieselfilter, Kraftstofffilter. Das wäre die bessere Idee hier vorne. Und die Standheizung, um den Diesel warm zu kriegen, über einen Wasserwärmetauscher.
Das wäre ganz lustig für den Winter. Ja. Deswegen wäre die hinten vielleicht besser aufgehoben. Ja. Nö. Bis jetzt. Was muss noch gemacht werden? Fahrwerk, definitiv. Eine oder andere Koppelstange klappert. Aber ansonsten ist das ein sehr schnelles Auto. 60 PS und sehr schnell. Ja, er wird irgendwie was mit 70 PS haben, denke ich. So fühlt er sich auch an. Neue Reifen braucht er. Die sind echt fertig. Ja, das sind die Felgen übrigens von dem grünen Polo. Das passt super. Ja, Sitze fliegen raus. Der Lupo, von dem wir gerade die Rückleuchten betrachtet haben, wird seine Sitze spenden. Ja, der größte Blödsinn ist natürlich hinterher das Armaturenbrett zusammenzubauen, weil ich keine einzige Schraube davon habe. Die hat er irgendwie rausgenommen, keine Ahnung, was das soll. Ja. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Am liebsten wäre mir so ein Schlachtarosa mit kaputtem Motor oder Getriebe oder sowas in der Richtung, wo ich den Innenraum komplettieren kann. Sich die ganzen Schrauben zusammenzusuchen, ist echt die Pest an Arbeit. Tja. Ja, Spiegel. Natürlich von außen einstellbare Innenspiegel. Ja, ansonsten Rost hat er keinen. Der ist verzinkt. Unten drunter nochmal gucken. Aber da habe ich auch nichts gesehen, das erste Mal. Wie gesagt, der war schon mal hier. Ja, Zahnriemen musste immer gemacht werden, ne? Tja, ansonsten Luftfilter, Ölfilter, Öl. Mal gucken, das dünnste Öl, was er kriegen kann. In dem Fall, weil der ist furztrocken, der Motor. Bis unten hindurch. Ich glaube, der rostet eher, als dass er irgendwelchen Schaden nimmt. Ah, da ist das gute alte Wasserrohr, was ständig Ärger macht. Ja, ja, das geht hier rum. Moment, ich zeig's mal gleich. Moment, wo ist es? Da. Da ganz unten seht ihr das. Da. Ja, das musste ich bei unserem Golf schon machen. Dieses Rohr hier. Ja. Na komm schon. Ja, das geht bis da. Die lösen sich in Wohlgefallen auf, wenn da nicht regelmäßig das Kühlmittel gewechselt wird. Soll man nicht glauben, ne? Wenn der Korrosionsschutz aufhört irgendwann, dann fängt Metall an zu rosten. Das ist einfach so. Na, es muss einfach regelmäßig getauscht werden. Bei dem Kollegen hier, den denke ich mal, ist der Nadelhubsensor. Ja, stimmt. Nadelhubsensor, ja. Tja. Das ist ein schickes Auto für ein Hypermiling. Mal gucken, wie viel der Wagen verbraucht. Ne? Allerdings können wir das Hypermiling nur in eine Richtung quasi mit Pflanzenöl machen. Wegen der Nachvollziehbarkeit kippen wir den komplett voll mit Pflanzenöl. Fahren dann. Und dann, wenn er wirklich stehen bleibt, kommt da Diesel rein. Ne? Das ist einfach sinnvoller. Ja. Okay. Das war es erstmal von hier. Im Hintergrund hört man den Kater schon jammern. Der hat einen fetten Abszess am Kiefer. Hat sich wieder geprügelt. Mit dem müssen wir jetzt gleich erstmal zum Tierarzt. Aber der mag die Tierärztin. Die beiden verstehen sich. Die ist toll. Er mag ja Medikamente. Er frisst ja Medikamente auch so aus der Hand. Man braucht die nicht verstecken bei ihm. Ja, ja, der ist nicht ganz dicht. Okay, bis später. Jetzt haben wir hier eBay Kleinanzeigen mal aufgemacht. Nicht am Kater stören, der jammert gerade, weil er zum Arzt muss. Wir sitzen im Auto. So, Elektroautos. Wir haben hier einen Renault Kangoo ZE Maxi 5-Sitzer. 11.180 Kilometer gelaufen, Juli 2015er Baujahr. 11.950, ja, das passt dem Kater gar nicht.
So, der steht drin seit dem 4. Februar. Gerade mal 104 Leute haben sich das Ding angeguckt. Seit dem 4. Februar, wohlgemerkt. Ist ein Elektrofahrzeug. Händlern kann ich auch nur dringend abraten, zum Beispiel ihr den Renault Zoe in Zahlung zu nehmen. Ihr zahlt die Batteriemiete. Ne? Ihr zahlt die Batteriemiete, solange das Ding bei euch ist. Und das Ding wird keiner kaufen. Okay, wir sind bei Kangoo. Ne? Ist ein Renault, kann man jetzt natürlich sagen, okay, will keiner haben. Was haben wir hier? Wir haben ein Smart Electric. Steht seit dem 11. Oktober letzten Jahres drin. Hat gerade mal 89.000 Kilometer runter. Was haben wir noch? Smart 4-4, Peugeot Ion. Ja, das sind diese ganzen Autos, die sich gekauft haben, weil die Förderung da ist. Ne? Hier haben wir also zum Beispiel einen Renault Zoe ohne Miete. Steht seit dem 9. März drin. Diese Autos kauft niemand. Niemand wird den kaufen. Und jetzt haben wir den wirtschaftlichen Schaden. BMW i3. 32.000 Kilometer runter, 15.499. 23. März. Ich sag ja, ich habe alte Diesel, wenn ich die ins Netz setze, dann mal spätestens 5 Tage sind die verkauft. Tesla. Ja, weil ja alle immer anfangen so, ja, aber Tesla werden sofort verkauft. Seit dem 28. März. Der wird jetzt sogar schon ein Wohnmobil oder Motorboot in Zahlung nehmen. Und 119.000 Kilometer gelaufen, 421 PS. Ja. Tja. Da stehst du jetzt mit deinem Tesla. Ja, die Dinger, wir werden uns einen riesigen Schrotthaufen zusammensuchen. Beziehungsweise diese Elektromenschen, die die Dinger kaufen, werden einen riesigen Schrottplatz zusammen konsumieren. Die Autos sind unverkäuflich. Hier haben wir einen Golf, das beliebteste Auto in Deutschland. 19.900 Euro. 4.900 Kilometer gelaufen seit dem 5. April im Netz. Wird keiner kaufen. Tesla Model 3. Ne, falsch. Da. Sogar einer mit Allrad. 476 PS. April, 29. April. Der Wagen ist aus März 2020. Wird keiner kaufen, sage ich euch jetzt schon. Diese Dinger werden an euch kleben. Volkswagen ID4 steht seit dem 6. Mai drin. 3.500 Kilometer gelaufen. Das könnt ihr beliebig so weitermachen. Alle möglichen Fahrzeuge, E-Golf und so weiter und so weiter. Deswegen nenne ich diese Leute Elektro-Alpha-Kevins. Das ist auf der einen Seite richtig, klar, die werden unglaublich viele Menschen noch töten, bis irgendjemand sich mal einfallen lässt, wo die Rohstoffe vielleicht mal günstiger abzubauen sind, ohne ganze Dörfer abzuschlachten. Auf der anderen Seite werden die einen riesen Schrottplatz zusammen konsumieren. Ne? Diese Autos werden bis in alle Ewigkeit da stehen, weil sie keiner kauft. Ne? 35.000 Kilometer runter für 9.000 Euro, Baujahr 2013, als Benziner wäre das Ding schon längst weg. So viel zu dem Thema. Und wir haben hier wie viele Fahrzeuge? Moment, ich guck mal. Autos, Filter, Kraftstoffart, Elektro. 294 Fahrzeuge alleine im Umkreis von 100 Kilometern. Und das bei einem, wie war das nochmal gleich, 10%igen Marktanteil von Elektrofahrzeugen? Siehe hier. In den Kommentaren hat einer geschrieben, wir werden irgendwann toll aussehende Autos auf den Schrottplätzen stehen haben, bei denen keiner mehr die Batterien wechseln wird. Hier seht ihr sie. Noch nicht mal ein Jahr alt. Schrott. Tesla, Golf,
VW, Renault, alle diese Elektroautos bauen, sind unverkäuflich. Ich habe jetzt Datum eingestellt als Suchmodus. So, mal gucken. Ganz hinten. Die Dinger schwappen ja jetzt erst auf den Markt. Ne? Ja, und ganz unten haben wir hier zum Beispiel solche Dinger hier. Seit dem 4. Mai. Ne? Fahrzeugstandzeit aktuell bei Benzinern bzw. bei Verbrennern ist im Moment so 3, 5, 6 Tage. Dann sind die mit einem vernünftigen Preis weg. Hier sieht man seit dem 4. Mai einen BMW i3 mit Wärmepumpe sogar. Vergesst den Scheiß. Es funktioniert nicht. Ohne Förderung kauft kein Mensch die Dinger. Die habt ihr ja ewig an der Backe. So, und da sind wir wieder zu Hause. Nachdem der Kater 2 Spritzen gekriegt hat, rennt er da hinten wieder rum. Immer noch einen dicken Hals. Schönen Abszess oder Lymphknoten oder irgendwas ist angeschwollen. Ja. Weiß der Teufel, was er wieder getrieben hat. Ja. Nicht denn. So, jetzt kommen wir mal zu einem Fazit. Ich habe euch ja die Anzeigen gezeigt. So, wieso ist dieses Fahrzeug jetzt ökologischer als jeder Tesla? So, es ist existiert. Es fährt ohne fossile Brennstoffe. Ja. Ohne fossile Brennstoffe. Mit Abfall. Ja. Und 2, 3 Umbauten. Ja. Das kostet nicht viel. Insgesamt, glaube ich, 60 Euro kosten die Teile. Eine Stunde Einbau. Ja. Deshalb ist dieses Auto ökologischer als jeder Tesla oder jedes Elektroauto. Ja. Das ist ein riesen Schrotthaufen, der da produziert wird gerade. Ja. Die Dinger will keiner haben, wenn keine Förderung im Raum steht. So. Ich habe übrigens auch die 50 Dislikes mit einem Schmunzeln zur Kenntnis genommen. Ja, wie kommen die zustande? Die Käufer von Elektrofahrzeugen sind ja eine durchaus elitäre Truppe. Also dafür halten sie sich. Ne? So, und sind was ganz Besonderes, schützen das Klima, machen sie natürlich nicht. Es ist eine Illusion. Schönen Sonnenuntergang, auch noch eben kurz. So. Auch abgehakt. Ja, das ist eine ziemlich elitäre Truppe. Nicht besonders helle. Ist halt so. Hm. Wenn ich alles glaube, was mir vorgekaut wird und ich kein eigenes Wissen besitze, um das kritisch zu hinterfragen, ist das nicht unbedingt intelligent. Hm. Ich würde mir auch ein Elektroauto kaufen. Wir haben hier eine Solaranlage. Kann ich mitladen, kein Problem. Möchte ich aber nicht. Die Förderung ist das Schlimmste, was man der Wirtschaft in Deutschland antun konnte, der Automobilwirtschaft. Wie gesagt, haben wir jetzt einen riesen Schrotthaufen da stehen, die will keiner kaufen. Der Vormarsch der Elektroautos sind letztendlich nichts weiter als alles Hybride, Plug-in-Hybride, die ein E-Kennzeichen kriegen. Alle haben jetzt die Förderung abgegriffen. Nach einem Jahr oder nach 2 Jahren, wenn die Steuerfreiheit ausläuft, könnt ihr die Dinger verschrotten. Das ist kein Scherz, die könnt ihr verschrotten. Ihr könnt Elektroautos verschrotten, die will keiner haben. Ja, solange diese Förderung läuft, ist der Gebrauchtwagenmarkt künstlich beeinflusst. Schrott. Teilweise noch nicht mal ein Jahr alt und könntest du auf den Müll hauen. Oder du fährst das Ding halt ewig. Ne? Und da sind wir beim Verbrenner. Der hier fährt länger. Hm? Ohne fossile Brennstoffe. Mercedes hat damals eine Hochdruckpumpe gebaut, damit dieses Fahrzeug ohne fossile Brennstoffe fahren kann. So. Der fährt noch 10 Jahre, 15 Jahre. Hm? Pflege vorausgesetzt. Die Katze ist überzeugt. Dieser Motor ist gut. Ja. Ja, und das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Hm? Die 50 Dislikes. Es gibt einen psychologischen Effekt. Ja, habe ich durchaus Ahnung von. Nennt sich narzisstische Verantwortungsabwehr. Ne? Jetzt habe ich was gesagt, das können die nicht widerlegen, also disliken sie. Weil ihnen das nicht gefällt. Jetzt habe ich ihre elitäre Blase angepiekt, das können die nicht leiden. Das geht gar nicht. Ne? Die schwafeln ja auch unglaublich viel dummes Zeug.
Ne? Wenn man Elektrofahrzeuge kritisiert, schwafeln unglaublich dummes Zeug, die kauen nur wieder, sind alles Dritthandinformationen, wissen selber nichts. Das ist das Problem. Ja. Ja, das sind die abgehobenen Menschen, die aus irgendwelchen Gründen für irgendeine Tätigkeit, die eigentlich keiner braucht, Geld kriegen. Eine Masse Geld. Ne? Eigentlich im Grunde genommen nichts zustande kriegen und dann am Ende sagen, dass sie was ganz Tolles sind. Das müssen sie ja dadurch kompensieren, dass sie ein Elektroauto fahren, weil ansonsten haben sie ja nichts, was sie vorweisen können. Ne? Ist halt so. Ja. Mord und Totschlag, ach, das wird einfach mal wegignoriert. Ne? So ist der Deutsche halt. Ne? Also, überspitzt gesagt. Ne? Ja, ein paar Tote, um Geld zu verdienen, pah, egal. Kann ich mich hinstellen und allen Verbrennerfahrern sagen, haha, ihr mit eurer veralteten Technik, ihr Schweine, Umweltschweine und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Das ist schon hart Richtung psychische Erkrankung, muss ich sagen. Und das ist, ihr könnt noch so viel Robotismus durch die Gegend tragen und aber dieses und aber Verbrenner und aber, wir reden jetzt von Elektroautos, Elektroautos werden mit toten Menschen produziert. Ist halt so. Hat sich bis jetzt noch nicht geändert. Ja, aber wir haben in Deutschland auch Lithium. Ja, und? Warum wird es nicht abgebaut? Warum sterben immer noch Afrikaner? Ja, ne? Australien hat auch ganz viel Lithium, ja. Baut aber auch keiner ab. In Afrika ist es billiger. Ne? Absolut ab und zu mal den Kopf aus dem Arsch ziehen. Dann kann man auch mal ein bisschen frische Luft atmen. Ne? Würde ich auch fahren, so ein Elektroauto. Kein Ding, ich finde einen Tesla ganz witzig von der Beschleunigung her. Brauche ich allerdings den Anhänger nicht dranhängen. Hm? Ja, wir haben ja auch eine Pannenhilfe, beziehungsweise wir betreiben auch eine Pannenhilfe. So viel zum Thema andere Einnahmequelle, beziehungsweise Haupteinnahmequelle. So, unsere Versicherung hat uns jetzt gesagt, ladet ihr ein Elektrofahrzeug auf, kein Versicherungsschutz. Ladet ihr das unterwegs mit einem Aggregat und da passiert irgendwas, kein Versicherungsschutz. Ja, deswegen mache ich mir die alten Autos lieber fertig. Könnte mir jetzt auch ein neues Auto kaufen, mache ich aber nicht. Wie gesagt, der Dritte Weltkrieg läuft längst. Und wir sind die Betreiber. Die Opfer sind woanders. Die sieht man nicht, deswegen fühlen sich manche Leute total sicher und total wohl in ihrer Blase. Ja. Ekelhaft. Wirklich ekelhaft, sich hinzustellen und den Mord an Menschen zu rechtfertigen zu wollen. Ja? Die werden ja sowieso gestorben, habe ich mal bei einem gesehen. Die werden ja sowieso gestorben, verhungert. Ihr wisst schon, dass Afrika nicht so arm ist, wie ihr denkt, oder? Ab und zu mal hinfahren, dann sieht man das, ne? Wie es in Kenia etc. aussieht. Die leben nicht viel anders als wir. Ich denke, ich werde mal für heute zum Schluss kommen. Das ist langsam zu anstrengend, das Thema. Jetzt werde ich auch in Kürze mal wechseln. Da ist der Kater. Kater. Ja. Der hat ein ganz schön dickes Gesicht, ne? Ja. So, hier ist das Ding. Wenn man von oben guckt, dann sieht man das. Da an der Seite. Ist auch schon mobil. Ja, ne? Es tut weh. Hat Fieber, über 40 Grad. Merkt man so einer Katze nicht an, ne? Ja. Hat jetzt Spritzen ohne Ende gekriegt, Antibiotikum und so. Man von oben guckt, sieht man es da auf der linken Seite. Der ganze Hals ist dick. Ja. Was du wieder gemacht hast, ne? Ist ja nicht das erste Mal. Ja. Ich freue mich auf die Rezepte und da unten sitzt der Keks und will schon wieder stumm machen, unterm Land Rover. Mhm. Die streiten sich immer. Ja, wenn ihr Rezepte habt für die Brombeeren, bin sehr gespannt. Ich habe beim Jäger angerufen und Rehrücken, Rehgulasch ist gerade da. Hase esse ich nicht. Weiß ich nicht.
Wir haben hier einen aufgezogen. Den zweiten haben wir versucht aufzuziehen. Die kriege ich nicht übers Herz. Ja, ist halt das Problem. Genauso wie ich Gans nicht esse, weil ich Gänse mag. Enten nicht esse, weil ich Enten mag. Hühner kann ich wegignorieren. Ist halt so. Na okay. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.